Jetzt kommen wieder die ganzen Hamsterkäufe, dann sorg ich lieber vor und mach mir den Keller voll. Ich dachte, ich renne gleich mit Vollsprint einfach gegen die Wand, dann ist es zu Ende. Guten Morgen. Was? Morgen? Oh, geh kacken, Alter. Ist es wirklich noch so früh? Ja, es ist Vormittag. Zum Glück ist es nie zu früh, um einen Brennpunkt aufzunehmen. Ja! Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn von Tinko Anrancher. Und Reube Nostrabimus. Und es ist nicht nur irgendeine Folge, Tino. Es ist der Geburtstag von Oma Gerda. Der 90., um genau zu sein. Es ist so geil. Die 90. Ausgabe, der 90. Geburtstag von Oma Gerda. Heute ist der einzige Tag, an dem sie mal von davon absieht, bei Pegida mitzulaufen. Ist das nett, oder was? Und was ist heute noch? Ja, 90. Folge. Und der Reformationstag, Robin. Ach, du mit deiner Scheiße immer, die keinen interessiert. Ich weiß auch nicht, worauf du hinaus willst, über deutsche, irgendwie deutsche Festivals. Ja, Reformationstag muss kein Schwein kennen. Hat ja keinen interessiert, die letzten 100 Jahre. Also weißt du, ich habe alleine auf Twitch so viel reformiert, ja, und revolutioniert. Ja, also Revolution ist ja auch nur gewaltvolle Reformation. Also für mich gibt es keinen solchen Tag. Wollte ich gerade sagen, hast du einen Feiertag? Ich glaube nicht. Nee. So. Das ist aber... Aber das Leute, es ist wieder the best time of the year. Oh mein Gott. Ist erst wirklich? Es ist das Special der 90. Folge. Nicht nur Oma Gerda, nein, auch Herr Rodes. Und wie ich übersteuert bin. Ich muss hier nochmal ganz kurz rumregeln. Nee, aber im Endeffekt ist es so. Immer, wenn Deutschland abschließt, öffnet Discord und dann darf ich immer mitmachen. Erinnert ihr euch noch an das Frühjahr, wo ich immer dabei war? Das war doch so toll. Die guten alten Zeiten. Das war toll. Das ist auch immer noch toll. Das einzige Problem ist, dass ich halt nach wie vor finde, dass so eine gewisse Sache geht verlustig, wenn man nur so redet und sich nicht in die Augen schaut. Ich muss auch zugeben, es ist meine Schuld erneut, denn ich hatte einen Risikokontakt, muss man so sagen, zu einem Corona-Menschen, weswegen ich nicht raus durfte. Aber gestern Abend kam dann doch das grüne Licht, dass ich doch jetzt raus darf. Toll, Tino, das sagst du mir jetzt. Ja, ich dachte, wir haben uns so schön geeinigt und Herodes darf mitmachen. Da wollte ich das nicht kaputt machen. Schön. Herodes, na, was geht denn bei dir? Ja, naja, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ne? Im Endeffekt ist mir auch downgelockt, ab morgen aber erst. Aber man merkt das schon total. Ne? Inwiefern denn? Ist wieder auch bei dir kein Klopapier? Tatsächlich musste ich jetzt wieder das Teure kaufen mit Kamille. Mhm. Der arme Dion kam auch also gestern mit. Es gibt noch welches, aber nur noch das Teure. 3,40 Euro kam der an. Ja, und wenn quasi der Anteil Klopapier ist dünner als das Loch in der Mitte. Das ist richtig finster. Ja, aber dafür ist es ganz weich. Ja, es ist doppellagig, was keiner braucht. Warum ja. Kamille? Also sag mal, es beugt meiner Analfissur vor. Ah. Aber damit ist der Sache ja überhaupt nichts geholfen. Warst du das mit dem Schlepphoden oder war das Franz? Ich war nicht Schlepphoden, ich war Wanderhoden. Ach, Wanderhoden warst du, genau. Ja, das ist, da muss man wirklich unterscheiden. Weißt du, wer noch einmal sagt, Frauen haben es schwer, der hatte noch nicht so eine richtig schöne Analfissur. Stimmt's, Jungs? Ja, kann sein. Ist das wieder so eine Sache, die selbstverständlich für dich ist, dass die jeder hat? Hä, hat das nicht jeder? Schön. Was auch nicht jeder hat, ist eine Oma Gerda. Also alles Gute, alles Bessere, alles Beste, auf dass du noch mindestens 90 Jahre Corona-frei bleibst und wirklich quickfidel durchs Land spazierst. Aber jetzt nicht im Lockdown, bitte. Oma Gerda, natürlich die Oma von Rücki gemeint, aus dem letzten Staffelfinale. Eine wundervolle Frau. Eine aktive Hörerin. Nacktiv? Was? Aktiv. Ah, ja, ich denke auch, wenn sie denn noch hören kann. Wir drücken die Daumen. Also, frohes Fest, heute zum Sonntag, alles Gute. Muss ich erstmal überlegen. So, ja. Timo. So, Herr Rodes.
Es ist ja so viel passiert diese Woche. Habt ihr das neue Video von MCM gesehen? Oh, ja. Er weist darauf hin, dass man zu Corona nicht in Urlaub fahren soll. Aber er macht das über 12 Minuten oder so, ja. Und die ganzen Schwulen und Lesben, was denen einfällt. Ja, die dürfen natürlich bei Corona raus. Ja, Tino, was war denn das? Ja, du mit deinen komischen... Erst verbreiten sie AIDS und dann Corona. Hier, liebe Leute, ich habe den CSD nach Weimar geholt, ja. Das war meine Person, sonst wäre er in Jena gewesen. Unfassbar. Ja, du hast Corona nach Weimar geholt. Ich will ja nichts sagen, aber am 16.10. war hier noch nichts. Wir hatten 0 Fälle. Wir waren deutschlandweit auf dem letzten Platz. Guck, wo wir jetzt sind. Das habe ich nicht ausgehalten. 100. Ich will nicht, dass Weimar so exkludiert wird. Ich möchte, dass Weimar dazugehört. Zu den Corona-Toten? Nicht Toten, aber zu den Infizierten. Ich meine übrigens nicht 100 Fälle, obwohl es bis heute vielleicht sogar schon sein könnte, sondern die Inzidenz ist bei 106, glaube ich. Ja, dann sind es ja mehr als 100. Na nee, wir haben ja keine 100.000 Einwohner. Naja, eben. Sondern weniger. Ja, danke, dass du da bist. Aber wenn auf 100.000, 100 Leute, dann sind es bei 60.000, ach, weniger. Ja, Mathe, ja. Ups. Aber wo wir gerade bei Morgen ist es 10:30. Wo wir gerade bei Corona sind, es gibt einen neuen Rekord, Leute. Wir haben ja da hier schon den millionsten Fall in Amerika gebührlich gefeiert. Aber jetzt hat es Amerika das erste Mal geschafft, also nicht Amerika, USA meine ich natürlich, 100.000 an einem Tag zu haben. Wow. Das ist doch mal was. Da müssen wir noch 2 Wochen warten. Ja. America's great again. Da müssen wir noch einen Zwiebelmarkt veranstalten, schnell. Sind nicht bald die Wahlen auch in den USA? Nächste Woche oder so? Ja, am 3. Ich werde dazu auch irgendwie streamen wahrscheinlich. Obwohl man wahrscheinlich auch an diesem Tag nicht alle Ergebnisse erwarten kann. Ich denke mal, so das Spannendste, was man am Wahltag verfolgen kann, ist Florida. Weil wenn das an Biden geht, dann sieht es richtig, richtig schlecht aus für Trump. Oh. Und das sieht aktuell sehr, sehr knapp aus. Sie sind fast 50-50 auf. Aber zu USA so ein, später. So eine Schwingregion? Das ist eine Schwingregion, genau, wie deine Hoden. Na. Das ist Franz. Ich hab, bei mir ist es anders. Okay. Die schwingen ja nicht, die ploppen manchmal rein. Was ich noch sagen wollte, also, tatsächlich ist das ein trauriger Rekord in den USA, 100.000 an einem Tag. Das ist bis jetzt noch nie da gewesen, aber... Ins Verhältnis gesetzt gibt es ein Land, das ist noch viel schlimmer diese Woche gewesen. Wisst ihr, welches das ist? Ein Land? Gauland? Ein Land. Nein, fast. Belgien. Mm. Belgien hatte zwar nur 24.000 in demselben Zeitraum. Loser. Aber wenn man... Was? Huso? Loser, habe ich gesagt. Also... Husos. Aber wenn man das hochrechnet, dann sind das quasi, das Äquivalent dazu wäre 680.000 für die USA. Und das ist schon eine ordentliche Ansage. Ja. Also auf die Menge der Leute hochgerechnet, die dort leben. Dann Glückwünsche an Belgien. Ja. Corona, Corona. Lass mal irgendwie über was ganz Tolles reden vorher. Was Tolles? Das Horrorcamp. Sagt euch das Horrorcamp was? Das Dschungelcamp? Wahrscheinlich nicht. Nee. Geil, dann könnt ihr jetzt beide mal ein Guess abgeben, was das Horrorcamp ist. Das ist wie ein Dschungelcamp quasi. Also denk, Promis, die müssen in ein Spukhaus. Ich denke auch an Dschungelcamp, nur halt mit Gruselelementen. Genau. Auf nee, RTL. Nee. Nicht wirklich, tatsächlich. Wo dann der Wendler und so. Das ist ein Camp, so. Was es wirklich gibt, nur Abaddon betreut das wieder. Dann wäre es wirklich ein Horrorcamp, ja. Lord Abaddon und Yo Olli als Betreuer für so ein Camp für Kinder, das wäre Horrorcamp. Aber nein, das ist es nicht. Ich kann mal sagen, was für coole Leute sich im Horrorcamp befinden. Manny Mark. Ah, der Rapper. Genau. Pietro Lombardi. Der Sänger. Ah, der Rapper. Sido. Der Rapper. Unsympathisch TV. Der Rapper. Fridolin. Den kenne ich nicht. Und Knossi. Der König. Ja. Der Rap-König. Also das Horrorcamp ist das Nachfolgecamp nach dem Angelcamp. Habt ihr es denn schon vergessen? Ah, wo die Fische geangelt haben und dann haben sie irgendwelche Hunde gequält und so.
Exakt. Jetzt werden nur noch die Zuschauer gequält. Nein, tatsächlich, ich habe die ersten Minuten gesehen, das läuft jetzt gerade auch noch. Das ist quasi ein 72-Stunden-Stream. Und ist halt die Nachfolgeaktion von dem Angelcamp von vor 3 Monaten. Und die ersten 3 Minuten haben mich richtig überrascht, weil das so geskriptet war, ne? So geil mit Cinema-Balken oben und unten, wie man das so kennt. Und sie erzählen so ein bisschen, kommen angefahren als Ghostbusters in so ein altes Hotel. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, das ist ja jetzt richtig gut. So 3 Minuten ungefähr. Und auf einmal verschwinden die Cinema-Balken und Knossi fängt an, die Kamera anzuschreien. Und dann dachte ich, okay, here we go again. Genau die gleiche Scheiße plus minus. Und das läuft jetzt gerade, ja? Das läuft jetzt gerade. Es hat auch schon einen neuen Rekord geknackt. Also die meisten Zuschauer gleichzeitig innerhalb von Twitch Deutschland. Und das waren, ich glaube, zum Höchstpunkt fast 330.000 gleichzeitig. Robin, was müsste man dir anbieten, dass du auch damit machst? Also ich glaube, wenn ich da mitmachen würde, würde die Sache etwas besser werden, als sie ist. Aber es ist halt schon ein bisschen schlecht. Ich habe ein paar Mal reingeschaltet und jedes Mal so richtig schlechtes Acting. Einmal mit einem Ouija-Board so, oh mein Gott, was war das? So richtig schlecht, wenn dann plötzlich irgendwie ein Blitz losgeht, der offensichtlich von dem Team halt ausgelöst wurde. Richtig, richtig finster. Und mittendrin ist halt dieser Fridolin, so ein angeheuerter Schauspieler, der den Butler von dem Hotel spielt. Und der ist wirklich, ihr müsst euch den vorstellen, 1:1 Thaddäus aus SpongeBob. Natürlich nicht offen heraus, sondern so in sich rein. Aber genauso zwischen diesen komischen Influencern, die ganze Zeit rumschreien und irgendwie schlecht schauspielen, ist dann dieser arme, arme alte Butler. Und ich denke jedes Mal, bitte erschießt den doch mal jemand, damit er erlöst wird. Ja. Ja, Robin. Ob du das besser hinkriegst, sehen wir das nächsten Samstag. Also ich glaube, Corona macht da einen kleinen Strich durch die Rechnung, weil es so nicht sein komplettes Potenzial entfalten kann. Eventuell ist es uns möglich, die erste Folge noch richtig zu machen, das wäre halt richtig nice, aber ich sehe insgesamt da schon kleine Einbußen, dadurch, dass wir halt den Gast dann digital zuschalten müssen. Es wird trotzdem super, ja, mindestens super. Aber ihr dürft mehr sein als 2 Leute, ja? Wir dürfen mehr sein als 2 Leute, so wie es aussieht. Wir haben dann quasi eine. Also es geht um den Extreme Talk, liebe Leute. Könnt ihr direkt bei Twitch folgen und dann jeden Samstag 20 Uhr im November freihalten. Wir haben wahrscheinlich eine extra Drehgenehmigung quasi. Aber ja, es ist halt so ein bisschen. Mal gucken. Ich habe gerade dieses Horrorcamp hier im Hintergrund auf. Da kommt gerade schon wieder ein Hype-Train. Gestern, ich habe die ersten 15 Minuten gesehen, da ist zweimal passiert, dass jemand 100 Subs verschenkt hat. Und dieser scheiß Knossi, der sieht das ja nicht mal. Warum machen die das, Alter? Das sind 500 Euro. Ehrlich, Robin, ich habe nicht von dem Thema abgelenkt, weil ich es besonders spannend finde. Also, ja, okay. Fass dich kurz, das ist ein sehr, sehr langweiliges Camp. Es ist besser als das Angelcamp aus meiner Sicht, weil ich Angeln halt super wack finde, dann doch lieber Thema Horror. Aber also dieses Subs verschenken, Alter, das ist so krass da. Egal. Ja, also der Extreme Talk wird super extreme, wird ganz nice. Wir haben viele Leute da. Also gerade so, dass es noch okay ist. Du nur ein paar Spreader. Leute. Und die haben alle Abstand und Maske, also keine Sorge. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass es dann doch schon ziemlich professionell ist mit einer Live-Regie, einem Kameramann, ja, einem Setrunner und 2 Moderatoren. Also das ist schon ganz nice. Robin abgehoben. Man könnte fast meinen, dass Twitch-Multimillionäre sich was leisten können. Ich jetzt oder was? Nee, du ja nicht, die permanent 100 Subs kriegen. Ach so, ja, die können sich was leisten. Du ja vielleicht auch, Entschuldigung, aber meinte ich gerade in dem Fall nicht. Darfst du schon an... Ach so, aber ich habe gerade vom Extreme Talk geredet, ne? Ups. Deswegen, also das ist schon eine geile Sache, deswegen mal gucken, ob wir das auch digital geil hinbekommen. Aber das ist die Challenge und das müsst ihr rausfinden im November um 20 Uhr jeden Samstag. Darfst du anteasen, wer zu Gast ist? Ich habe das in einem Stream angeteased.
durch ein Rätsel, durch die erste digitale Schnipseljagd, auch da mal wieder revolutionär unterwegs gewesen. Da konnten die Zuschauer geile Rätsel lösen. Da habt ihr ja beide auch fleißig mitgemacht, weil eure Expertise verlangt war. Der dumme Chat nicht ohne euch weitergekommen ist. Und, also ich habe ja gehört, dass im Extreme Talk ein gewisses Comeback angekündigt wird von einem gewissen Herrn Raab, aber man weiß es nicht. Habe ich auch gehört. Ich würde sagen, der Raab des Internets kommt wieder. Das ist kein Kompliment, oder? Doch. Keine Ahnung. Egal. Wird auf jeden Fall geil. Ich will jetzt gar nicht so viel Eigenwerbung hier machen. Ja, also wir gucken immer noch mal. Besser als Werbung fürs Gruselcamp. Ja, es stimmt. Ist wohl wahr. Andere Zahlen wie das Gruselcamp erreichte bisher nur AOC. Das war zwar letzte Woche, aber ich habe völlig vergessen, das anzusprechen. Oder, Tino? Erfrisch mich da mal. Haben wir über AOCs Among Us Stream gesprochen? Wir haben über ACAB gesprochen, glaube ich. Nee, es geht um AOC Alexandria Ocasio-Cortez. Das wüsste ich. Sehr prominente, sehr junge Demokratin aus Amerika, die hat gelivestreamt und die hat 440.000 Zuschauer-Peaks geschafft. Also das war richtig krass. Die hat absolut Twitch gebrochen. Ich glaube, das war dritter Platz insgesamt an gleichzeitigen Zuschauern. Und sie ist halt eine Politikerin, ne? Was hat die gemacht? Die hat einfach Let's nur Play. Among Us gezockt und hat, weil in Among Us geht es ja auch um Voten, Wählen, ne? Und dann an jeder Stelle so, haha, go vote und so und Orange ist sus und sowas. Raffiniert. Und sie hat das natürlich nicht alleine gestreamt, da waren auch noch ein paar andere große Streamer dabei und andere Politiker. Ilhan Omar ist auch noch so eine Demokratin, wie man am Namen erkennt, eine Muslima. Also Demokratin. Genau, die hart in der Kritik steht von den Republikanern natürlich, weil das geht ja gar nicht hier, so eine Kopftuch-Lady. Und das hat ein bisschen das Internet gebrochen. Ist letzte Woche gewesen, Oma Gerda, tut mir leid, heute sollte dein Geburtstag im Fokus stehen, aber ich wollte es wenigstens nochmal ansprechen. So, und wo wir gerade hier zusammen sind, Herr Rodes, ich muss es echt nochmal erwähnen, diese ersten zwei Zeilen von Polyester, ich finde diesen Song so geil. Das ist richtig finster. Von die Diese Ärzte. Ersten zwei Zeilen, ja, ja. Die ersten vier Verse. Ja. Ich dachte immer, alles wäre normal, doch heute Morgen war alles nur fatal. Das ist, da kann jeder, also wirklich, da kann jeder irgendwie einen besseren Einstieg finden, wenn er sich irgendwie mal 5 Minuten hinsetzt. Hätte man genauso weglassen können, aber Robin, ich hatte dich ja gefragt, ob wir noch ein Special Padumcast zu dem Thema machen wollen. Wenn ja, dann können wir uns ja darauf nochmal, können wir dafür nochmal Werbung machen hier. Ja, das können wir tun. Herr Rodes, hast du Lust auf einen Flottcast zum Thema Hell? Bitte? Hast du Lust auf einen Flottcast zum Thema Hell? Auch Flottcast, Padumcast, alles. Ich habe 1000 Gedanken zu diesem Album. Einer davon ist, dass der Anfang von Polyester schon echt schwach ist. Ja. Gut, dann haben wir das hiermit angeteasert. Nice. Ist vielleicht. Das musst du auch machen, Robin. Ja. Du musst ja Umzug machen. Oh, Docs. Aha. Wir sind still. Podcast! Können wir jetzt bitte weitermachen mit den Themen? Das ist unangenehm. Die Themen. Was auch unangenehm ist, ist das Verschieben von Cyberpunk. Und das habe ich eigentlich hier nur mit reingenommen, weil ich wissen wollte, ob Herr Rodes da in irgendeiner Form Interesse dran hat. Weil du bist doch in der IT. Cyberpunk, jetzt das Genre oder ist das ein Game? Das ist ein Spiel, ja. Ja. Das wurde verschoben. Das wurde halt zum 320. Mal verschoben. Die crunchen da alle irgendwie, die Mitarbeiter, seit anderthalb Jahren durch. Wir sind übelst überbelastet. Das ist quasi das Nachfolgeprojekt nach dem Witcher. Nur, dass es jetzt futuristisch wird, so mit Augmentierungen und so. Nee, sagt mir gar nichts, aber Thema 300, sonst was verschoben. Ich habe gestern eine Doku gesehen. Wurde im Brennpunkt schon über die Eröffnung des BER berichtet? Nee, der ist heute, ne? Ja. Ja, die Eröffnung ist heute, stimmt. Glaube ich aber nicht. Und was sagen wir dazu? Ja, gut gemacht. Ich glaube, dass du halt irgendwann mal gesagt hast, irgendwas passiert, bevor das eröffnet wird. In einem Brennpunkt. Ich glaube, da kam von irgendeiner Band ein Song raus. Ja, das habe ich nie mitbekommen, keine Ahnung.
Ja, ich gut, dass wir drüber geredet haben. Ich hab, also Cyberpunk habe ich nicht gespielt. Ich habe nur gehört, dass jemand sich... Cyberpunk ist ja auch noch nicht raus, wann. Das sollte halt vor irgendwie einem Dreivierteljahr rauskommen und jetzt wurde es wieder verschoben auf den 10. Dezember, damit man schön das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen kann. PlayStation 5, Herodes, ist das für dich relevant? Ich werde sie mir so bald nicht holen, denke ich. Ich finde es ganz interessant, weil die haben ja, machen ja ganz, ganz großen Aufriss um dieses Raytracing-Thema. Also, ob das so wird, bitte? Den größten Aufriss, den ich gerade mitbekomme, ist um den Controller tatsächlich. Und das klingt auch ziemlich geil, weil die haben quasi im Controller eingebaut, dass die Trigger Widerstand haben können. Da ist so eine neue Mechanik drin, dass du zum Beispiel, wenn du einen Bogen aufziehst, geht dann der Trigger schwerer zu drücken. Und die Vibration ist irgendwie, die war wohl auch in der Switch schon drin, da kennst du dich dann besser aus. Aber wird halt hier irgendwie besser eingesetzt, sodass die Vibration sich anpasst auf dem Boden, auf den deine Figur läuft. Also, dass du einen Vibrationsunterschied merkst, ob du auf Metall läufst oder auf Sand oder im Wasser bist oder so. Und das soll... Ja, man denkt immer, das ist nur so ein Gimmick, aber ich denke mal, das tut der Immersion ganz gut. Genau deswegen wird das halt immer, gerade ja, übelst krass gelobt. Aber sag du. Na, du hast schon recht, also man darf das nicht unterschätzen. Man denkt immer, ja komm, der Controller ist ja nur der Controller. Aber im Endeffekt, wie ich schon sagte, also das verstärkt schon ziemlich das Gefühl, da drin zu sein, auch wenn man vielleicht gerade keine VR-Brille hat. Wenn jetzt sowas schon ein Thema ist. Ich fand damals, ich habe ja Watch Dogs auf der Xbox One gespielt und da fand ich diese vibrierenden Trigger schon ziemlich ziemlich krass, wie gut sich das anfühlt. Und wenn das jetzt durch die PS5 nochmal einen Zacken schärfer wird, wird es das sicherlich auch noch potenzieren, aber gibt es überhaupt noch eine neue Xbox? Ich weiß es gar nicht. Ja, gibt es. Die sieht aus wie so ein Kühlschrank. Das ist Meme. Und dann hat Microsoft jetzt literally einen Xbox-Kühlschrank gemacht und hat somit dieses Meme gewonnen. Doch, ist witzig. Ja. Tino, du hast vorhin, glaube ich, irgendwas gesagt, das war aber abgehackt, deswegen konnte ich da nicht drauf eingehen. War das schon wieder so eine geile Überleitung, die du da initiiert hast? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich würde irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen. Okay. Doch, ich weiß es noch, aber es ist nicht mehr lustig jetzt, weil es jetzt zu lange her ist. Na, dann musst du es jetzt erst recht sagen. Nein, ich wollte sagen, ich habe nur gehört, dass Herodes noch ein Tattoo offen hat. Oh, das habe ich aber auch gehört. Es steht sogar im Nostrafiki-Wiki. Ja, nicht gehört. Ein Mann, ein Wort, dieser Herodes. Nee, also ich muss noch zwei Sachen machen, die ich auf jeden Fall versprochen habe. Das C. und tattooed einen Song als Larry McLessig. Mhm, da sind aber wir alle sehr gespannt. Aber ich habe Zeit, bevor ich tot bin, oder? Ja. Was? Ich habe ja Zeit, bis ich tot bin. Ja, dumm. Machst du dann irgendwie, holst du dann als 80-Jähriger, holst du nochmal irgendwie deinen Larry McLessig raus, um nochmal irgendwie so einen Hit zu machen? Wer noch seinen Larry McLessig rausgeholt hat? Nein. Stressi, holst du mal das Ladekabel für den Laptop, bitte? Stressi, holst du mal meinen Larry McLessig raus? Das können wir auch gleich machen. Schön. Sexismus-Cast. Nee, aber... Ach, Alter, kannst du mal bitte das Paket annehmen? Entschuldigung. Wenn ich in den Podcast komme, ist immer alles sehr, sehr gut. Tino, um hier mal ein bisschen Professionalität reinzubringen. Was ist denn mit diesem Jan Böhmermann gerade los? Oh, das ist ein großes Rätsel. Er hatte ja angekündigt auf Instagram, dass er 14 Uhr ein Video raushauen wird, wo er sich erklärt und es gibt Neuigkeiten und so. Hat übelst ein Fass aufgemacht, aber es kam kein Video. Er hat stattdessen seine Accounts gelöscht bei Twitter, bei Instagram und Facebook und so und hat jetzt einen Telegram-Kanal aufgemacht und meinte, dass er jetzt demnächst dort seine Wahrheiten verkünden möchte. Hm. Es scheint wie eine große Parodie. Ja, aber ich sag's, wie es ist. Ich find's echt ein bisschen wack. Das ist irgendwie so, weißt du, das ist so das Naheliegendste. Haha, ich weiß auch nicht. Als ich dann gesehen habe, es gibt einen Telegram-Kanal so, da dachte ich mir, das geht doch besser. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Wer weiß, was er vorhat, ja? Es kann ja auch eine große Werbeaktion sein für seine TV-Show, die er jetzt anfangen will. Ja, ist es ja ZDF. Höchstwahrscheinlich. Aber da geht doch mehr, Alter. Das ist. Ja, warte doch mal ab, was so passiert. Dumm. Ja, bis jetzt ist es nicht entertainend, aber es gab halt in der Vergangenheit entertainendere Sachen so. Klar, es ist voll spannend, weil keiner weiß, was er vorhat.
Ja, also es gibt ja ein paar Leute, die glauben, dass er jetzt wirklich ein Aluhut ist, wenn man Twitter glaubt und so. Das ist Quatsch. Natürlich ist es Quatsch und deswegen finde ich das alles so ein bisschen lame. Ich finde, man hätte da was machen können, wo man vielleicht wirklich hätte glauben können, dass es echt ist. Aber so, ich weiß nicht, der postet hier Michael Jackson Thriller rein. Ja, er muss aufpassen, glaube ich, da er ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Und wenn nur der geringste Verdacht aufkommt, dass er wirklich ein Aluhutträger wird, dann würden die mir die Show canceln sofort. Ja, möglich. Es muss ja nicht unbedingt Richtung Aluhut sein. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen... Vielleicht Richtung Nazi oder so. Bisschen lazy. Ich finde es ein bisschen lazy. Wer auch sehr lazy ist Thomas Oppermann. Der ist jetzt für immer lazy, der ist gestorben. Weißt du, wer das ist? Wer ist das denn? Ich kenne aus Weimar eine Maria Oppermann, die hatte wohl große Brüste. Dann haben sie... Ich habe es auch mitbekommen, aber meine erste Frage war auch, wer ist das? Da haben sie wenig Ähnlichkeiten. Es ist der Vizepräsident des Bundestags gewesen. Echt? Ja. Ein hohes Tier. Der Name sagt mir gerade gar nichts, Alter. Von der SPD, klar kennst du den, vom Sehen her bestimmt. Okay, was... Was weißt du denn den Namen des Präsidenten des Bundestages? Das ist der andere. Ist das nicht der Schäuble? Ah, gut. Ja, genau. Schäuble, Claudia Roth und Oppermann. Das sind die drei PräsidentInnen des Bundestags. Und ich mach da einen Song gegen, ich sag's dir. Das sind, mach doch. Da red ich von den DänenInnen und den FinnenInnen. Nee, und der Nachbarinnenschaft. Ja. Das sind immer die Menschen, die quasi bei diesen Bundestagsdebatten immer hinter diesen Redner sitzen und dann immer so sagen, es gibt eine Zwischenfrage von Gauland, wird es zugelassen? Dann sagen die Redner nö. Das sind immer diese Bundestagspräsidenten, die das machen. Mhm. Also cool. Den kennt man eigentlich. Aber und welches Kind hat der jetzt wieder gefickt? Nee, keins, er ist nur gestorben. Ach so, er ist kein YouTuber, stimmt. Nee. Ah, okay. Ja, RIP. Ja, ne? Fällt mir nichts zu ein. Das ist jetzt das vierte Mal, dass komplett der Schwung raus ist. Naja, es ist halt irgend so ein Politiker, von dem ich noch nichts gehört habe und der ist halt jetzt tot. Dann ist vielleicht für euch spannender, dass Bushido jetzt Corona hat. Er wurde positiv getestet auf Corona. Ach, Alter. Ja, ich glaube, der war total einsichtig und so und hat gesagt, hey Leute, passt auf, ne? Überraschenderweise. Der Bushido, der haut doch Corona tot einfach. Der rappt den tot. Oder macht einen Diss-Track dagegen. Ja. Ey, da freue ich mich. Wenn Bushido einen Diss-Track gegen Corona macht. Scheiße, das ist schon wieder viel zu gut. Warum habe ich das nicht getan? Jetzt ist vielleicht langsam ein bisschen spät. Ja. Aber dass der kein Aluhutträger geworden ist, wundert mich auch ein bisschen. Ich dachte, dass er sich einfügt in diese Riege von Wendler und Hildmann. Meint ihr eigentlich, wir werden noch ein paar Überraschungen erleben in die Richtung? Wie Verschwörungsbla oder was? Ja, beim Wendler hat man es ja nicht unverzüglich gedacht. Das war ziemlich plötzlich. Meinst du wie bei Nena? Nena ist kein Aluhut, die ist einfach nur ein bisschen verzaubert. Genau, sehe ich auch so. Verzaubert, Alter. Du willst ein kleines Wunder in die reinspritzen. Deswegen bist du verzaubert von der. Huiuiui. Na, vielleicht noch Nena. Boris Becker oder so, könnte ich mir vorstellen. Gott, oh Gott, Alter. Diese ganzen Leute, Mann. Ja, aber von der Irrelevanz her passt es auf jeden Fall. Aber muss denn Boris Becker nochmal relevant werden? Nee, eben nicht. Aber er denkt bestimmt. Wendler ist ja auch nicht relevant geworden. Ja. So, Jan Böhmermann hat jetzt gerade gepostet, es gibt nur eine Welt und sie gehört nicht allen. Ja, toll, Alter. Ganz toll. Ganz toll, Jan Böhm. Ja, wart's mal ab, mein Freund. Ich gönn der Scheiße, dass es keine Aufmerksamkeit kriegt. Herr Rodes, du warst, glaube ich, gerade bei den Postboten kontaktlosen Anhusten. Was sagst du zu dieser Böhmermann-Sache? Falls du da überhaupt was sagst. Stressi hat das Paket geholt. Ich glaube, du bist nur salty auf den, weil der sich keine Glatze geschnitten hat, weil du es gesagt hast. Glaube ich auch. Aber ich muss sagen, ich finde den Böhmermann auch seit geraumer Zeit gar nicht mehr so spannend. Soll er machen, würde mich wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich nicht jucken. Ja. Gut, haben wir das angesprochen. Vielleicht hat ja Böhmermann heimlich den Oppermann getötet nicht. Als Prank? Und es kommt dann raus, ha, der Oppermann ist gar nicht tot, ha. Jetzt taucht er auf als Sidekick in der neuen Show. Ja, stimmt, der steht dann da an dem Pult und ist dann dieser witzige Sidekick, der dann immer
schlechte Sprüche macht. Ich weiß auch nicht, warum ich in die Richtung so, ich bin echt, da kam lange kein Banger, ich glaube, das ist das Problem. Und ich höre den Podcast nicht, deswegen bin ich nicht so Fanboy wie Tino. Er hat ein Buch veröffentlicht, vor kurzem. Ich kann nicht lesen. Ach so. Wusstet ihr, dass Bushido, wie heißt der andere, Sido erst 39 ist? Ich dachte, er ist irgendwie schon fast 50, aber nein. Nö, es kommt der hin. Ist tatsächlich noch. Für mein Gefühl. Na gut. Ich hätte auch tatsächlich ein kleines bisschen älter gedacht, aber ja, natürlich, kommt hin. Man hat es nicht so auf dem Schirm, aber ich glaube, als ich ganz, ganz klein war, war er auch relativ jung. Hm. Und hat über Bobo 6 gerappt. Bobo 6. Okay. Auch so spannend wie Bobo 6 ist... Gott, dass wir noch Brennpunkt-Hörerwünsche haben. Ich muss es einfach hier kurz mal ansprechen, stimmt. Tino, damit wir das nicht aus dem Auge verlieren. Denn ich habe im Juli einen bekommen. Es tut mir leid, dass ich den übersehen habe. So lange her schon? Ja, von Jakob, aka MCBFO2. Und da habe ich so ein kleines Problem, da müssen wir mal erklären, wie wir das machen. Da geht es nämlich um Metal Gear Solid und ich habe da richtig Bock drauf, aber du hast halt überhaupt keine Ahnung. Und auch kein Bock. Auch kein Bock. Entweder labere ich dich halt voll und erkläre dir, warum das beste Spiel aller Zeiten ist, respektive die beste Spielreihe. Oder ich muss mir halt jemanden suchen, der ein bisschen im Thema steht. Aber hast du das denn, das Spiel, zu Hause? Natürlich. Dann lass uns doch mal einen gemütlichen Abend gemeinsam verbringen und das Spiel mal spielen. Und danach machen wir einen Podcast darüber. Uff. Aber also, das sind erstens viele Spiele und zweitens sind die auch nicht kurz, ne? Also ich könnte... Oh, fuck. Also ich finde die Idee brillant. Ja, also wir können da mal was machen, aber ich glaube, durchspielen ist halt schwierig. Nee, aber wir können auch währenddessen zum Beispiel den Podcast aufnehmen, während wir das spielen. Keine Ahnung. Ist nur ein Vorschlag. Ja, das ist halt witzig. Ja. Wie so ein Tino, der so die oberste Oberschicht vom Thema so leicht ankratzt und eigentlich gar keinen Plan hat und dann irgendwie professionell reden muss. Ja, das ist doch dieses Game mit der Leiter und wird gut. Stell ich mir wirklich gut vor. Ja. Gut, dann haben wir das abgehakt. Der andere Hörerwunsch von Greywolf ist übrigens auch noch offen, nur dass wir es jetzt auf dem Schirm behalten, da du ja irgendwie, oder ich denke mal, wir werden jetzt zukünftig erstmal nur Discorden. Weil auch für mich ist das schon relevant, dass ich kein Corona kriege für die Show und so. Deswegen werde ich auch nicht mehr so viel rausgehen erstmal und so weiter und so fort. Ergibt Sinn. Sobald wir ein Hallo? Hallo, komm mal rein oder nicht oder was? Noch ein Stargast? Also wenn du hier reinkommst, musst du auch was sagen in den Podcast hinein. Hallo, ihr seid alle toll. Danke. Was sagst du? Ach, Schneidebrett. So, das ist die Professionalität, die ihr überall vermisst. Ich habe auch noch einen Gast neben mir sitzen. Sag mal, hallo. Ja. Hallo. Ach, jetzt haben wir alle mal, so richtig chauvinistisch unsere Frau zu Wort kommen lassen. Aber nein, das war meine wirklich ganz bezaubernde Mitbewohnerin. Und ich habe ihr das Schneidebrett geklaut. Frechheit. So. Der andere Hörerwunsch, beste Erlebnisse, ob mit, ob ohne Alkohol, so grob zusammengefasst, auch auf dem Schirm, kommt. Garantiert. Gut. Aber wie viele Juli? Beste Erlebnisse hast du mit Alkohol, Robin? Alle. Mhm. Es gibt da ja so ein, zwei Events, wo ich Alkohol getrunken habe. Die kann ich da mal zusammenfassen. Hat das irgendwas mit deiner Großmutter zu tun oder verwechsel ich da was? Das hat auch was mit meiner Großmutter zu tun. Okay, dann kenne ich die Story gut. Hast du mal getrunken, Robin? Es gab, glaube ich, 4 Events, zu denen ich getrunken habe. Krass. Das Thema der Woche eigentlich, Frankreich schon wieder. Ja, die haben so ein Problem mit Messern und Schwertern. Ja, richtig. Die gute alte Zeit hatte ich ja letzte Woche schon angesprochen, mit Leuteköpfen und so. Und jetzt ist es halt schon wieder passiert. Was ist da los? Die nehmen Social Distancing echt nicht ernst. Wobei, vielleicht haben die ja auch nur Angst vor Corona und deswegen müssen die Menschen köpfen und denken, dass der Virus sich im Kopf festhält. Nein, also weißt du, es ist Corona. Wenn man Leute umbringt, dann bitte mit Pistole, damit man den Sicherheitsabstand einfach wahren kann. Mit Abstand. Aber nein, es gibt andauernd irgendwelche Drecksmesserattacken von diesen Spacken.
Aber kann es sein, dass der Islamische Staat einfach keine Gelder hat für Waffen? Dass die immer Messer kaufen müssen? Das kann sein, ja. Wir müssen die mehr fördern, glaube ich. Die müssen mehr gefördert werden. Die Islamisten. Ich denke auch. Oder zumindest um mal den Informationsgehalt zu steigern. Angenommen, ich bin jetzt einer, der nur weiß, da gab es Messerangriff und keine Hintergründe. Mhm. Nehmen wir mal an, das wäre so. Könnt ihr mir vielleicht ganz kurz erklären, was die Hintergründe sein könnten? Weiß man das? Also das zieht sich ja jetzt schon eine Weile, dass es da wieder um die Charlie Hebdo Comics geht. Mhm. Und Macron ist in der Kritik, soweit ich weiß, weil der sich da auch irgendwie nochmal negativ geäußert hat in diese Richtung. So. Da, bei der Sache bin ich nicht so ganz drin, aber auf jeden Fall hat das ja angefangen vor ein paar Wochen, dass so ein Lehrer im Unterricht diese Karikatur gezeigt hat und daraufhin von irgendeinem 18-Jährigen enthauptet wurde. Und in dieser Zeitspanne von diesem Event bis jetzt gab es halt irgendwie 5, 6 solche Attentate. Alleine halt jetzt diese Woche an einem Tag 3 gleichzeitig. Das Schlimmste davon in Nizza wieder, was ja auch 2016 schon quasi Ziel war. Was ich ja auch in meinem geilen Song Bombenstimmung mit erwähnt hatte. Und da sind 3 Leute gestorben, auch wieder einer enthauptet, irgendwie so ein Messdiener oder so in der Kirche, in der Notre Dame von Nizza. Und eine Rentnerin auch. Genau, und eine Frau ist irgendwie noch später an den Verletzungen gestorben und auch 7 andere noch, also eine Messerverletzung, Alter, wenn ich das höre, da zieht sich bei mir alles zusammen, ey. Da würde ich, glaube ich, echt lieber irgendwie eine Schusswunde im Bein haben, als irgendwie so ein Schlerz da, wo dann irgendwie so ein Hautlappen wegklappt, ey. Wah! Das finde ich immer Ja, da tut ja schon scheiße weh, wenn man nur so ein kleines Ding im Finger hat, ne, wie das erst ist, wenn man das an einem Hals hat. Ja. Oh ja, eklig. Aber mal unironisch, wie läuft denn so eine Köpfung ab? Es geht ja nicht schnell, denke ich mal. Also du hast ja nicht mit einem Hieb den Kopf abgehackt. Werden die da entführt und dann geköpft? Nee, das war da vor Ort. Also ich weiß es nicht, Alter. Ich habe einmal so ein Schockvideo, so eine Kartellköpfung gesehen. Und die hacken da halt ein paar Mal mit so einer Machete hinten in den Nacken. Und das geht schon ein bisschen einfacher, als man denkt. Aber, Alter. Also ich kenne das anders ein bisschen. Ich habe mal so ein Video, wurde mir mal zugeschickt von irgendeiner Person, die entführt worden ist vom Islamischen Staat. Und dann wurde der quasi von vorne mit so einem Messer einfach so wie so Butter durchgeschnitten irgendwie. Okay. Ja, aber du hast doch so Nackenwirbel, da kommst du mit dem Messer nicht durch. Also in dem Video sah es ganz einfach aus. Na gut, wir wollen jetzt keine Anleitung machen. Alter, wieso guckt ihr euch sowas auch an, Mann? Na, das Gute ist ja, dass wenn wir erklären, was da passiert, ist der Bedarf für die Leute nicht mehr so da, das zu sehen. Wir sind Journalisten. Da gibt's verschiedene Argumentationen. Aber Alter, was sind das auch für Leute? Wurden die wenigstens gefangen? Ja, der ist gestorben, ja. Der ist angeschossen worden und ist gestorben. Und irgendwer hat sich aufgeregt? Ach so, Alter, das war sick auf Twitch, Mann. Der hat gesagt, man sollte ihn doch lieber in die Beine schießen. Und in der Theorie, ja, hat er recht. Aber in der Praxis ist es halt mindestens doppelt so schwer, eine Person ins Bein zu schießen wie in den Oberkörper. Von daher würde ich bei einer akuten Gefahr jetzt nicht unbedingt vom Polizisten verlangen würden, jetzt bring den mal nicht um, sondern mach mal ganz vorsichtig. Hier so ein Auf der anderen Seite ist es ja auch recht unwahrscheinlich, dass jemand stirbt, wenn er mit einer Kugel in den Oberkörper getroffen wird. Ja, also nicht 100%. Ist richtig, aber wie gesagt, man kann das halt nicht gewährleisten, dass er überlebt, obwohl es natürlich anstrebsam wäre, um da irgendwie so ein Exempel zu statuieren, statt, okay, jetzt ist er tot und hat seine 38 Jungfrauen im Paradies. Aber ja, auf jeden Fall krasse Sache. Ich wüsste jetzt halt gerne noch mehr, warum da Macron irgendwie so in der Kritik ist. In Frankreich ist es ja auch gerade so, dass es gibt da so eine nationale Gegenbewegung. Ich weiß gerade leider nicht, wie sie heißt. Ich glaube, so eine Frau, die das anführt. Und da ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass die als nächstes gewählt wird. Also die Umfragen sagen, wenn jetzt gerade Wahl wäre, würde sie wahrscheinlich gewinnen. Ich habe so Stimmungen mitbekommen, die sagen, dass man einfach nicht mehr provozieren soll, weil diese Attentate immer dann passieren, wenn Mohammed-Karikaturen wieder aufkommen und die abgedruckt werden. Sorry. Und so läuft's nicht. Und Charlie Hebdo. Nee, auf keinen Fall. Die gewinnen dann halt. Das ist ja richtig. Genau. Und es ist halt nur sofort dann, daher wenn du kommt Angst halt die, hast.
da kommt halt die Kritik an Macron, weil er diese Taten immer nur verurteilt und sagt, ja, Kunstfreiheit und man sollte sich nicht verbieten lassen, das zu machen. Und deswegen werden die noch aggressiver, die Terroristen. Das sind so die Stimmen, die aufkommen, die halt sagen, hört auf zu provozieren, macht keine Karikaturen mehr. Aber ich sehe es genauso. Also wenn man das erstmal aufhört, dann haben die ja gewonnen. Die Bösen. Und da werden sie neue Forderungen stellen, man weiß ja, wie das läuft. Ja. Marine Le Pen heißt sie übrigens, Le Penis, französische Juristin, Politikerin der rechtsextremen Sammlungsbewegung Rassemblement National. So, ja, die ist ja bekannt. Die ist in den Umfragen gerade sehr, sehr weit vorne. Mhm. Und da gibt es vielleicht einen europäischen Rechtsruck, auch in anderen Ländern ist das ein bisschen kritisch. Deswegen umso wichtiger vielleicht, dass die Präsidentschaftswahl nicht pro Trump auskommt. Und aktuell in den Zahlen sieht es schlecht für ihn aus, aber man weiß ja nie. Ne? Es sah auch 2016 schlecht für ihn aus. Ich habe mal eine Frage in die Runde. Wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rechtsruck mittel- oder langfristig irgendwas an diesen politisch motivierten Morden ändern könnte? Naja, es wird es erstmal verschärfen, würde ich denken. Und auf der anderen Seite kann es echt passieren, dass dann die Grenzen wieder hochgezogen werden, dass alle ihr eigenes Süppchen kochen, alle Staaten. Und dann kann es das schon verhindern vielleicht, ja, dass dann die Menschen einfach nicht mehr ins Land kommen. Aber es soll ja nicht das Ziel sein, dass man irgendwie Grenzen schließt und wieder mehr überwacht. Das ist ja nicht das Ziel. Der Punkt ist halt, dass Islamisten, die sind auch rechtsextrem und so faschistisch. Gesehen, ja. Und also wenn die dann irgendwie, wenn rechtsextreme Strömungen sagen, hier die scheiß Moslems, dann kann das genauso gut dafür sorgen, dass es mehr Anschläge gibt. Dann sind es halt keine Migranten oder so, dann werden halt wieder irgendwelche Flugzeuge irgendwo reingesteuert oder so. Also ich glaube nicht, dass man das als deutliches Allheilmittel da, wir nee, machen die Grenzen dicht und dann gibt es keine Anschläge mehr. Nee, es wird nicht besser. Nur anders. Habt ihr eine Idee, was man tun könnte, damit das weniger wird? Weniger Anschläge, meinst du? Schwierig. Ich habe auch nicht wirklich eine Idee, also das vorweg. Schwierig, also ich weiß nicht, ob das ein übelstes Pulverfass wäre, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt mal angenommen, ganz Frankreich würde jetzt auf die Straße gehen und alle würden eine Mohammed-Karikatur hochhalten. Ja. Ob das jetzt ein übelstes Pulverfass ist oder ob es dafür sorgen würde, dass die sich denken, okay, fuck off, wir kriegen die jetzt nicht überzeugt. Ich weiß es nicht. Aber nee, die werden eher wütender, glaube ich. Aber die können ja nicht alle töten. Ja, eben. Sie können es versuchen. Und wenn jetzt wirklich was Großes kommen würde, dann gibt es halt einen Raketenschlag auf die und dann ist, also weißt du, das wollen die ja auch nicht. Also dem Punkt sind sie halt unterlegen, ja. Also ist schwierig, aber also so vom Spirit her wäre das natürlich irgendwie wünschenswert, dass die Franzosen halt jetzt sagen, ey, fuck you, wir lassen uns ja nicht einschüchtern. Sehe ich auch so. Eine Lösung zu finden ist halt ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, je mehr die Welt irgendwie offener wird und man sich mehr traut, desto wütender werden halt die das nicht wollen. Das ist ja beim NSU genauso gewesen. Je linker die Regierung und die Gesellschaft wurde, desto aggressiver wurden die auch und haben dann angefangen, durchs Land zu morden. Irgendwelche Ausländer und so weiter. Also ich habe jetzt kürzlich was gelesen von so einem Schwarzen in Amerika, der über 200 Leute vom Ku Klux Klan wegkonvertiert hat quasi, indem er sich einfach mit denen zusammengesetzt hat und mit denen geredet hat. Und ich weiß nicht, ob man das da vergleichen kann, aber so erstmal über einen Kamm geschert, ne? Ist das vielleicht eine ähnliche Mentalität? Theoretisch? Die Frage ist ja, wo du ansetzt, ja? Diese Terroristen, diese Islamisten, werden ja meistens schon als Kinder irgendwie Gehirn gewaschen. Ja. Lassen sich halt nicht abbringen. Eher sterben sie irgendwie für ihren Glauben, als dass sie sich überzeugen lassen. Das ist halt echt so dieser Punkt, wenn du so fragil bist, ja, und so verbohrt in deinen Glauben, dass irgendwie eine Karikatur dich so fertig macht, dann bist du vielleicht auch einfach ein bisschen lost. Und vielleicht bist du dann auch ein bisschen mehr lost als ein Typ, der einfach Schwarze nicht leiden kann. Ich verstehe es eh nicht, ja, die glauben ja, dass das Allah der Größte ist und so, aber wenn es denn so ist,
dann könnt ihr doch einfach die anderen in Ruhe lassen, die nicht an Allah glauben, weil die kommen eh in die Hölle, weißt du? Aber dass sie da irgendwie ihren Glauben verbreiten müssen und Menschen hinrichten müssen, die nicht an Allah glauben, verstehe ich halt nicht. Ja, es ist halt bei jeder Religion, die irgendwie extremistisch ausgelebt wird, kritisch. Ich glaube, es gab irgendwie so eine Zeile oder irgendwie so einen Ausruf von... Oh, warte. Also ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich glaube, Mohammed, der hat gesagt, er will nicht so verehrt werden und deswegen ist es verboten, ihn abzubilden. Irgendwie so in die Richtung. Ja. Und wenn man das natürlich jetzt hier übelst extrem sieht, dann muss quasi jede künstlerische Darstellung von Mohammed irgendwie verschwinden. Damit... es ist halt Bullshit. Natürlich ist es Bullshit. Naja. Meint ihr, dass gesellschaftlicher oder vielleicht sogar technologischer Fortschritt, was auch immer, das, was wir halt in Deutschland haben, dass das ein bisschen diese extreme Religiosität von den Menschen wegtreibt, weil man sieht ja, dass es immer weniger Christen gibt in Deutschland. Vielleicht ist es ja dort auch so, wenn die anfangen, modern zu werden, dass die dann auch ein bisschen mit dem Scheiß aufhören und lockerer werden. Das ist ja immer meine große Hoffnung, so, dass einfach Moderne und Zugang zu Internet so ein bisschen einfach Leute die Augen öffnet. Aber man sieht ja auch, kann die Leute halt auch die falschen Augen öffnen lassen. So, wenn man sich den Wendler anguckt oder Nena. Und deswegen, ich bin da ein bisschen weniger überzeugt von, als ich es noch damals war. Aber ich glaube, dass das Internet einfach den dummen Leuten mehr eine Plattform bietet und sie nicht unbedingt dümmer macht. Also die wären auch so dumm, ob die jetzt ihre Meinung im Internet rausrotzen oder nicht. Und nicht alle haben Zugang dazu. Also wenn du mal guckst, so Saudi-Arabien, solchen Staaten, da wird ja auch das Internet zensiert und das Fernsehen. Und da wissen schon die großen Machthaber, dass es halt eine Gefahr ist für den islamischen Glauben, wenn die Menschen sich informieren können, selbstständig. Okay, also das klingt ja schon fast nach einer Lösung. Ist meine Hoffnung nach wie vor natürlich. Ich glaube nur, dass es halt auch die Gefahr birgt, dass man sich falsch informiert. Aber ich glaube, der Großteil der Bevölkerung, wenn sie Zugang zu Internet hat, macht eine gute Entwicklung durch. Aber es gibt auf jeden Fall auch Leute, die eher eine negative Entwicklung machen. Wenn sie sich, stell dir mal vor, Saudi-Arabien kriegt Zugang zum Wendler. Also was ist denn da los? Gute Musik. Gut. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ey, krass. Herr Rodes, hat dich irgendwas diese Woche ganz doll bewegt oder... Ich muss jetzt an die Tür, das bewegt mich gerade, sorry. Dumm. Na gut, also ich habe natürlich hier noch ein bisschen Trumpiges. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht. Wir haben noch den großen Lockdown 2, der jetzt quasi für euch morgen stattfinden wird. Also morgen zum Montag, dürfen sich wieder nur noch zwei Menschen treffen, also aus zwei Haushalten Menschen sich treffen. Restaurants schließen, außer zum Lieferservice und zum Abholen. Und wir haben quasi wieder diese Situation wie Anfang des Jahres. Aber es ist doch der Lockdown-Light, Tino. Eben, nur Light, weil Friseure offen haben zum Beispiel. Also ein paar Sachen haben ja mehr auf. Zum Glück. Zum Glück, Tino. Noch nie in meinem Leben war ich beim Friseur. Ja, selber schuld. So sieht's doch aus. Also ich kann diese ganzen Kackstelzen nicht mehr hören, die sich deswegen aufregen und rumheulen. Es ist halt wirklich nicht so schlimm. Erst recht, und das ist meine große Hoffnung, dass die Leute sich jetzt weniger aufregen, weil es eh kalt draußen ist, weißt du? Dass sie sich sagen, ach komm, jetzt in der Bude sitzen, das finde ich gar nicht so schlimm. Das kann ich dann eher über den Sommer verstehen, dass die Leute dann sagen, oh, ich will aber raus und ich will was erleben. Aber es war doch klar, dass die Welle jetzt wieder kommt. Es wird kalt draußen, die Menschen gehen rein. Es war ja auch zur Grippesaison schon immer so, dass es, wenn es kalt ist, sich die Grippe mehr ausbreitet. Das war ja abzusehen. Ich weiß nicht, warum alle Hast so überrascht Hast du gerade gesagt, Corona ist nur wie die einfache Grippe? Nein, aber um das mal zu vergleichen. Dass so ich habe das gerade gehört, Tino. Ja, ist ja auch. Nee, ganz kurz, zweite Welle, kommen wir gleich drauf. Der Mann war da, der mit dem Stab gegen die Rauchmelder geht, was ganz, ganz laut piept. Ich habe da mal das Mikrofon ausgestellt. Ah, der Mann ist mit dem Stab da dran gegangen und dann hat irgendwas ganz laut gepiept. Dann hat er diese Rauchmelder überprüft. Ja, ich kenne das. Der war da. Ich hatte vergessen, dass der kommt. Zweite Welle hatte ich ehrlich gesagt fest dran gehofft, dass das nicht kommt, weil es war ja so, es ist so dumm, wenn alle sagen, es kommt eine zweite Welle, wir müssen aufpassen. Und dann kommt die auch noch, dann fühlt man sich ja als Volk wie ein Vollidiot. Ja, ich meine, dass alleine schon wieder das scheiß Klopapier ausverkauft ist. Also, das ist Bei mir dumm. Nicht. Bei dir nicht? Nee, in meiner Ecke hier. Also,
Okay, ich weiß, wo dann Laden ist. Genau, also bei uns ist es ausverkauft, im Atrium ist es ausverkauft gewesen. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Da findet man echt so ein bisschen den Glauben an die Leute, ne? Also ich zumindest. Naja, beim Klopapier reicht es ja, wenn irgendwie, weiß ich nicht, 10% übelst viel kaufen. Und das sind ja immer noch 90%, die nicht dumm sind, weißt du? Ja, aber es sind wirklich so enorme Trottel. Man hat doch gesehen, dass die vom halben Jahr Schaden angerichtet haben und dass es absolut unnötig war. Warum jetzt nochmal? Tja. In meiner Gegend wurde Gemüse gehamstert. Gemüse? Ja, ich wollte Paprika kaufen gestern und es war einfach ausverkauft. Na, da hört der Spaß auf, wenn Tino seine Paprika nicht mehr bekommt. Frechheit. Aber ja, I feel you auf jeden Fall. Ich bin aber auch ein bisschen verwundert, dass die Geschäfte da irgendwie nicht ein bisschen drauf vorbereitet waren und einfach ein bisschen Rücklage haben an Klopapier. Ich glaube, die waren vorbereitet, sonst wäre es jetzt wirklich alle. Nein, also ich war in zwei Läden, da war es alle. Dion war noch in einem dritten, da war es alle. In dem vierten hat er dann Überteuertes noch bekommen. Okay, shit, ja, gut, dann... Dann komm zu mir zum Rewe. Merke ich mir. Kleine Sache, die mir gerade einfällt, vor jetzt 3-4 Wochen war ich in einem Lebensmittel-Discounter und da hat sich vorne so eine Oma mit dem Kassierer unterhalten, die Hamster-Geschichte vorhergesagt hat und hat gemeint, hey yo, jetzt kommen wieder die ganzen Hamsterkäufe, dann sorg ich lieber vor und mach mir den Keller voll. ich dachte, ich renn gleich mit Vollsprint einfach gegen die Wand, dann ist es zu Ende. So, das hat mir so wehgetan, dass sie sich auch noch klug gefühlt hat. Lifehack. Das Problem ist... Am besten gleich enthaupten. Boah, ey, Alter. Ja, wärst du mal im Vollsprint gegen die Oma gerannt. Ja, ich hatte nicht genug Anlauf. Zwischen uns war, glaube ich, auch noch ein Einkaufswagen. Ja. Scheiß Omas. Es ist dumm, was soll man sagen? Vielleicht wird es ja auch schlimmer dadurch, dass wir es zum Thema machen quasi. Am Anfang fängt es halt wieder ironisch an. Haha, jetzt wird wieder gehamstert. Und dadurch denken die Leute eben genauso wie diese Oma. Oh scheiße, jetzt wird wieder gehamstert. Da muss ich hamstern. Und dann ist das wieder Self-Fulfilling. Ich habe gemerkt, wie das Regal leerer wird. Ich habe gesagt, nee, ich habe noch 3 Rollen. Ich werde jetzt nicht auf Verdacht das kaufen. Ich warte, bis ich nichts mehr habe. Weil sonst bin ich halt fast genauso ein Vollidiot. Wäre schön, wenn viele so denken, dann wäre das Problem nämlich gar nicht da. Ja. Ein anderes Problem, was vielleicht nicht da wäre, wäre, wenn Amerika sich einkriegen würde. Ich würde nur elegant irgendwie dahin leiten wollen, weil 1-2 Sachen muss ich auf jeden Fall ansprechen. Wir sind schon bei über 50 Minuten jetzt. Denn Amy Coney Barrett wurde confirmed. Und das war wirklich für die ganze Welt, ich sag's wie es ist, ein schwarzer Tag. Das heißt, quasi das oberste Gericht von Amerika hat jetzt eine republikanische 6-3 Mehrheit. Ach shit, das wurde umgesetzt, habe ich voll verpasst, scheiße. Das ist passiert, genau. Und da kann eigentlich alles, was jetzt an neuen Gesetzen, was halt völlig schwachsinnig eigentlich ist, dass die so eine Macht haben, aber eigentlich kann alles an neuen Gesetzen an diesem Supreme Court abgeschmettert werden, weil die sagen, das ist unconstitutional, das ist gegen die Verfassung. Und da ist ja jetzt auch der Gedanke, dass Trump in irgendeiner Form versucht, seine Wahlniederlage quasi dadurch anzufechten. Wo auch viele dagegen sind, weil sie denken, selbst wenn oberste Gericht quasi für Trump wäre, würden sie das nicht machen, weil sie wüssten, was es für einen krassen Bürgerkrieg nach sich ziehen könnte. Ich frage mich, sind die Richter wirklich richtige Richter? Weil selbst in Deutschland, Alter, genau, würden ja, selbst wenn alle Richter hoch CDU-ig wären, würden die ja trotzdem was gegen die Verfassung verstößt, von der CDU abblocken. So. Das ist genau das Ding, was ich auch da wieder so fucked up finde, dass es halt republikanische und demokratische Richter gibt. Ein Richter sollte halt weder noch sein, das ist so dumm. Stimmt, das hat überhaupt nichts zu suchen. Wenn du die richtigen Leute hast, dann ist es ja nicht so schlimm. Ich glaube, zur Ehe für alle Debatte in den USA war ja auch eigentlich waren die Republikaner an der Überzahl, aber die haben trotzdem für die Ehe für alle gestimmt, weil sie gemerkt haben, dass es nicht gegen die Verfassung verstößt. Ja, sie waren in der Überzahl 5-4 und es gibt halt einfach den ich weiß gerade nicht, Robert Johnson heißt der, glaube ich, der so von der alten Schule ist, der sich vielleicht einfach mehr daran hält und nicht so ein Partisan Hack ist, wie die Leute sagen, also dass er halt für die Partei wählt. Und somit wurde das halt noch gemacht. Aber wenn da wirklich jemand sitzt, dessen tiefste Überzeugung es ist, dass Homo-Ehe falsch ist, dann wird er nicht in der Verfassung danach suchen, dass da irgendwo steht, dass es vielleicht doch geht.
Also das ist schon... Aber das muss man doch. Und vor allem ist es halt auch so dumm, dass die auf Lebenszeit gewählt werden. Das ist ja so ein Schwachsinn. Das wäre meine nächste Frage. Also A, muss man das doch irgendwie mit einem Verfassungstext belegen? Und B, was ich dich fragen wollte, Robin, du kennst dich ja gut aus, sind jetzt offenbar 9 Leute drin. Ja. Was denkst du, sind die alle recht jung? Dauert das jetzt lange, bis wieder einer stirbt? Oder sind das alte Leute und ist es auf absehbare Zeit, dass da wieder einer ins Gras beißt und neu gewählt wird? Muss man halt dazu wissen, dass 4, glaube ich, sind von Trump gewählt jetzt. Das ist halt richtig hart. Und die sind ja gerade erst ins Amt gekommen. Das heißt, die haben bestimmt noch irgendwie 30, 40 Jahre vor sich. Und von den Demokraten, die eine ist ja gerade erst gestorben, deswegen ist ja die Stelle quasi frei gewesen. Und es gibt auch noch 2 andere, die sehr alt sind. Also demokratische Leute. Also es ist nicht so, dass die Konservativen wegsterben, sondern eher die Demokraten. Ja. Und wahrscheinlich noch mehr werden. Ja, möglich. Es gibt quasi jetzt noch so die Variante, dass sie die Sitze erweitern, weil es steht nicht in der Verfassung fest, dass es unbedingt 9 Seiten sein müssen. Und waren es auch nicht immer in der Geschichte. Man könnte jetzt quasi einfach noch 11 dazu packen. Und dann würde das wieder ein bisschen ausgeglichen werden. Aber das ist auch gar nicht so einfach. Also 11 obendrauf. Ja, genau. Das wäre ja hart. Dass es dann 20 sind. Ja. Also es ist nicht vorgeschrieben, wie viele Leute da drin sein müssen. Aber es ist halt ein übelst abgefuckter Prozess, um das durchzukriegen. Aber, also wie gesagt, auch für die ganze Welt, glaube ich, hat das Folgen. Erst recht, wenn es wirklich so kommen sollte, dass da der Sieg angefochten wird. Also wenn Biden nicht mit richtig krassem Abstand gewinnt, könnte das halt wirklich passieren. Dass dann gesagt wird, ja, hier die Briefwahl, das wurde ja jetzt echt Monate vorbereitet, zu sagen, dass die Briefwahl scheiße ist, obwohl es nicht belegt ist, dass da irgendwie Betrug passiert. Ja, die Briefwahl, die hat das hier kaputt gemacht und deswegen bleibe ich jetzt einfach im Amt. Aber du hast ja von Florida angesprochen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit deines Erachtens, dass er mit großem Abstand gewinnt? Also, ja, es gibt die Hochrechnungen, aber die sahen halt ähnlich aus 2016. Die sind tatsächlich jetzt noch ein bisschen besser pro Biden. Mit großem Abstand, da gibt's gibt's so eine Seite, man, 538, genau. Also 538 sind quasi die Gesamtpunkte, die ein Präsident gewinnen könnte, wenn alle Staaten ihn wählen würden. Und man braucht 270, um die Mehrheit zu haben. Und die deutliche Mehrheit bestimmt, die ist dann irgendwie ab 350 oder so. Habe ich gerade 270 gesagt? Bestimmt habe ich 270 gesagt. Und das wäre dann ein Landslide, glaube ich, ab 350. Und wenn ich hier mal draufklicke, ich glaube, das war so 5%, dass das passiert. Aber die Hochrechnung sagt halt, in 90 von 100 Fällen gewinnt Biden. Das muss halt nichts heißen. Also 10% ist immer noch gar nicht so wenig. Mhm. Aber ja, ich werde auf jeden Fall die Wahlnacht ein bisschen verfolgen. Ich denke schon, ja. So. Biden wins in a landslide, steht hier gerade tatsächlich bei 29 von 100 Fällen. Also das ist tatsächlich ganz schön viel. Fast ein Drittel, krass. Ist nochmal gestiegen. Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Eher wahrscheinlich, was im hinterher quasi passiert. Es gibt ja in der Wahlnacht nicht direkt ein Ergebnis. Also nur für ein paar Staaten. Aber es gibt zum Beispiel... Ich glaube, 10 oder so, die haben 2 Wochen noch Zeit, um die ganzen Stimmen zu zählen, bevor es Ergebnisse gibt. Ich meine, dass das letztes Jahr, das ist vor 4 Jahren, ziemlich nach der Wahl klar war, dass Trump gewinnt. Ja, wahrscheinlich hat er halt viele Staaten gewonnen, die sehr groß sind. Also Florida und Texas zum Beispiel, die sind halt richtig groß. Und wenn er die gewinnt, ist es schon sehr offensichtlich, dass er halt insgesamt gewinnt. Aber diese beiden Staaten sehen halt gerade auch gar nicht so gut für ihn aus. Deswegen, wenn er einen von denen verliert, sieht es richtig schlecht aus. Für Trump oder für den anderen? Für Trump sieht es schlecht aus. Okay. Weil das eigentlich urrepublikanische Staaten sind. Und halt, wie gesagt, sehr groß. Na gut. Ja. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen zu Trump, die ich ganz kurz zumindest ansprechen wollte. Es gab noch das 60-Minute-Interview, wo er aufgehört hat, weil der starke Mann Trump hat gesagt, I don't mind tough questions.
but der Biden, der wird nicht so harte Fragen gestellt, der ist halt auch nicht Präsident. Und dann hat er das Interview abgebrochen. Dann wurde das Sextape geleakt von dem Sohn von Joe Biden. Da haben sich die Leute darüber aufgeregt und ich denke mir, Alter, lasst mich doch damit der Scheiße in Ruhe. Jeder Mensch bumst, Alter, ob jetzt irgendwie, okay, er hat auch Crack geraucht, ist scheißegal, Mann. Und dann hat sich jemand darüber aufgeregt, dass es irgendwie die Tochter von Obama sein könnte, die er da in dem Sextape bumst. Und das ist mir auch scheißegal. Ich wenn die volljährig ist. Ja eben, es ist doch völlig egal, Alter. Oh nein, da hat jemand Geschlechtsverkehr. So, das geht gar nicht. Und das fand ich richtig witzig, also Fox News, dieser Propaganda-Arm von Trump quasi, der dreht sich auch gerade ein bisschen weg von ihm. Aber da gab es so die News, dass so dieser Laptop, ich glaube, den habe ich auch letzte Woche schon angesprochen, Laptop und E-Mails, alles, was halt den Sohn von Joe Biden irgendwie belastet, der ist in der Mail verloren gegangen. Also das war so ein richtig unglaubwürdiges, schlechtes Ausredending, so, der Hund hat meine Hausaufgabe gegessen. Es gab quasi keine Kopie, keine digitale Kopie, nichts von diesen Dokumenten und die sind einfach irgendwie in der Post verloren gegangen. So ein Ärgernis. So, und das Letzte ist noch, Trump hat eine Rallye gehalten in Omaha, da ist es sehr kalt und dadurch, dass der Präsident halt da war, war irgendwie der Flugverkehr aufgehalten, dadurch war irgendwie der Straßenverkehr auch aufgehalten und die ganzen Leute, 6000 Leute, die irgendwie nach außerhalb gefahren sind, um da diese Rallye zu sehen, sind von da nicht weggekommen, weil die Busse nicht hingekommen sind und da sind ganz viele Leute mit Frostbite, also wie sagt man, Kältebrand, ins Krankenhaus geliefert worden, weil die halt stundenlang da auf dem Land irgendwie rumgegurkt sind und nicht weggekommen sind in der Kälte. So. Das nur nochmal kurz angesprochen. Finde ich jetzt schlechtere PR, als wenn der Sohn irgendwie ein Sextape hat. Schon, ne? Aber gut. Herr Rodes, hat dich noch was ganz Wildes bewegt? Tino, hat dich noch was ganz... Ich meine, dass das Album von den Ärzten auf 1 gechartet ist. Echt? Ja, richtig. Ist es wirklich so, ja? Ja. Das wollte ich ganz am Anfang sagen, aber nee, ihr müsst euch ja immer unterhalten. Also das freut mich tatsächlich. Ich habe ja, aber dazu mehr im Brennpunkt, im Podumcast, heller Wunsch, keine Ahnung. Oh, ich freue mich drauf. Podumcast, Sprecherwunsch hätte ich es genannt. Ja, okay. Ja, klingt gut. Die Ärzte steigen mit Hell auf Platz 1 der Charts ein, hier steht's. Ja, das freut mich sehr. Ich habe ja... Das erhält meine Stimmung. Mhm, sehr gut, Tino. Danke. Ich find's höllisch geil. Ich find's auch sehr nice, vor allem, weil ich halt im Vorfeld so ein bisschen Bedenken hatte, weil die Klickzahlen auf die Songs waren jetzt nicht so der Hammer. Als sie diesen Quarantäne-Song gemacht haben zum Beispiel, der hat jetzt irgendwie 5,5 Millionen Aufrufe. Aber hier True Romance zum Beispiel hat eine krasse Promo-Phase gehabt und hat dafür nur irgendwie 500,000. Okay, mittlerweile 800.000. Ja, aber man hört die Musik auch nicht auf YouTube. Ja, egal, ich freue mich auf jeden Fall. Sag aber nach wie vor irgendwie so einen richtigen Jahrzehnte-Hit haben sie da nicht drauf. Nee, vielleicht das nicht. Es ist kein Männer sind Schweine drauf und es ist vor allem kein Westerland drauf. Aber trotzdem, also vom Hit her so, aber trotzdem ist es ein sehr gelungenes Album. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, dass jetzt im Vergleich das Album auch ziemlich schwach aussieht. Ja, aber auch hatte halt M und F, oder? War das ja auch? Nee. Doch, das war auch, ja. So, und das ist halt ein Jahrzehnte-Hit. Auch wenn ich den persönlich nicht super mega finde, aber es ist halt, weißt du, der ist gut. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein bisschen schade. Aber egal. Radiotauglich. Gut. Was geben wir der Woche? Herr Rodes, was geben wir denn der Woche? Du bist doch da immer so ein Kritiker. Ich fand eure Rankings die letzten Wochen sehr, sehr gut. Aha. Danke. Und ich würde das auch gern wieder in eure Hand legen. Das Vertrauen habe ich jetzt. Ach, schön, schön. Komm, ich leg dir was in die Hand. Mach auf. Es ist wurstförmig. Gut, Tino. So viel zur Woche. Das war der Brennpunkt. Die Musik ist sehr, sehr laut. Tino, was sagst du? Also ich finde ja diesen Lockdown 2, es ist schon eine große Zahl wert. Der wird aber eher eine sehr kleine, der wird aber erst gemacht, ne? Der ist ja eigentlich erst nächste Woche. Aber er wurde ja angekündigt die Woche. Ja, Ankündigungslore, toll.
Kommt eh nicht, Öl. Ja, die überlegen sich das nochmal. Die Fähnchen im Wind da, der Merkel. Renderfehler. Kommt doch kein Lockdown. Ja, also das Frankreich-Ding ist halt schon noch da. So AOC ist letzte Woche, das kann ich nicht mitnehmen, sonst wäre es gut. Horrorcamp, Leute, Horrorcamp. Ja, aber ich wäre schon ungefähr bei einer 7 ungefähr. Nee. So drunter, drüber, so ein bisschen. Ich würde schon... Drunter. Was? Ich sage, komm ey, das ist... Ich sag's einstellig. Einstellig? Ja, einstellig ist es auf jeden Fall. Okay, habe ich jetzt einen Witz gemacht? Ist okay, ich sag nicht mehr. Ja, siehst du, bei Discord, da geht ein bisschen was verloren. Vielleicht dachte ich jetzt auch einfach, dass du Hörprobleme hast. Egal. Ja, also Tino, ich finde auch... weißt du, das sind halt für Oma Gerda können wir ein bisschen irgendwie noch was draufpacken, aber sonst, da ist jetzt nicht dein komischer Politiker, der da gestorben ist, Alter, ist doch scheißegal. Das ist für mich eine große Nachricht, ich als Bundestagsdebattenverfolger in. Also ich würde sagen, ich würde den Lockdown halt wirklich nicht in diese Woche nehmen, ich wäre so bei 6,5 und würde dann nächste Woche können wir das gerne mit draufrechnen. Da ist dann auch Präsidentschaftswahl. Alles schön. Und vor allem war dann auch der erste Extreme Talk schon. Das muss eine 40 werden. Mindestens. Dann sagen wir 6,5, ich gehe mit. Okay. Schön. Geht Jessie auch mit bei 6,5 oder? Doch, klingt gut. Nice. Was sagst du? Passt. Nicken. Okay. Kannst du auch nochmal lachen? Okay. Das war Julka jetzt noch. Schön, na dann. Das Lachen ist fast so schön wie die Musik, die im Hintergrund läuft. Hat mich gefreut. Schönen Sonntag allerseits. Tschüss, Küsschen. Bis zum nächsten Mal. Tino muss los, der hat noch Wurst im Auto. Guter muss los. Gut, dann mache ich meine Aufnahme jetzt aus.